Heilung durch die Kräfte der Natur. Dies praktiziert Sala im Kisaf in seiner Praxis für arabische Naturheilmassage erfolgreich bereits seit vielen Jahren. Ich bin Heiler ab Kinderzeit. Das ist unsere Tradition. Das ist mein Vater und mein Opa und das ist in meiner Familie. Seit Jahrhunderten wird das umfangreiche Wissen um die Kisaf-Methode in der Familie weitergegeben. Die heilende Kraft der Hände stellt die Harmonie im Körper wieder her und aktiviert die Selbstheilungskräfte. Die Anwendungsgebiete sind groß. Die Patientin muss immer mitarbeiten. Mit Essen, mit Trinken, mit Bewegung, mit Übung, mit was ist mit Schlafen, was ist mit welchem Tee trinken. Ich habe gemacht einen Tee, mache die Steine in der Galle oder in die Niere und so. In 2 Wochen ist weg. Täglich neu stellt das Team der Praxis, bestehend aus Sala im Kisaf und seinen Söhnen Nava und Navares, einen wohlschmeckenden Tee aus verschiedenen Kräutern zusammen. Die gemeinsame Einnahme des Tees mit Patienten und Gästen gehört bei Kisaf zum guten Ton. Sie ist außerdem die Einstimmung in den Prozess der Heilung und unterstützt diese. Denn der Tee wirkt reinigend und gibt neue Kraft. Schon im Kindesalter lernen die jungen Kisafs das Handwerk der Familie. Auch die Söhne Salas unterstützen ihren Vater bereits im Praxisalltag. Sie sind überzeugt von den Kräften der Selbstheilung und wissen um ihre Vorteile. Weil das liegt bei uns in der Familie seit Generationen. Das ist auch so ein Teil von Schulmedizin. Okay, aber wir machen das auf unsere Art anderes. Also nicht nur Massage, nicht nur Punkte drücken, nicht nur Nerven auslösen. Selbst Krankheiten und Beschwerden, bei denen die Schulmedizin nur unzureichende oder keine Behandlung anbietet, nimmt sich die Praxis an. So nehmen auch Patienten teils weite Anreisen auf sich, um bei Kisaf Heilung zu finden. Ich habe seit ca. 10 Jahren MS und zwar die schubförmige Version. Das bedeutet, man bekommt halt einen Schub. In der Regel geht der fast rückstandslos wieder weg und dann hat man erstmal eine ganze Weile wieder Ruhe. Und manchmal ist es halt so, dass eben in bestimmten Situationen die Schulmedizin nicht weiter weiß. Und gerade auch jetzt war es halt wieder so gewesen, dass ich halt einen Schub hatte Anfang des Jahres und die Schulmedizin mir nicht wirklich weiterhelfen konnte. Und ich halt wirklich Huckepack hier reingetragen wurde und bin heute zur 5. Behandlung hier. Und wie Sie sehen, ich stehe auf meinen Beinen, der Rollstuhl steht wieder in der Ecke und ich bin einfach nur glücklich. Voller Dankesworte sind auch die zahlreichen Briefe glücklicher Patienten, denen Sala im Kisaf in den letzten Jahren helfen konnte.